Game Freak! Oh ja, Game Freak! Und damit, hallo und herzlich willkommen. Jetzt ist mein Let's Play, lass mich anmoderieren. So, Pokémon Rote Edition. Okay, dann nicht. Mein Name ist die Alexiled und neben mir sitzt Tadaro. Und ihr seid der einzig wahre in Fleisch und Blut. Ihr seid generell auf Tadaros Channel und Tadaro hält auch den Controller in seiner Hand. Also ich habe die Macht, deswegen lass mich anmoderieren. Ja, wir spielen Pokémon, die rote Edition heute mit The Alexiled, a.k.a. Svante. Ja, ich tauche auch in Link's Journey und 2 bis 5. Oder bis 80. Vor allem Wind Waker auf und dem einen oder anderen Spiel. Generell ist Svante ein öfter gesehener Gast auf meinem Kanal. Ja. Deswegen, wir spielen heute zusammen Pokémon Rote Edition. Ich würde sagen, wir klicken uns gleich mal ins Spiel rein, damit wir hier heute auch ein bisschen vorwärts kommen. Ich bin der Ältere, ich habe den Bart, ich spreche den Professor. Alles klar, dann leg los. Hallo, willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich, man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Oh no. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere. Andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémänner. Pokememes. Pokememes. Wie lautet dein Name? Wir nennen uns ganz klischeehaft natürlich Daro. Männlich. Daro männlich. Nicht zu verwechseln mit MOP männlich. Nein. Richtig, der Name ist Daro. Dies ist mein Enkel, von jeher wollt ihr euch einander übertrumpfen. Hä, wie war doch gleich sein Name? Wie ein guter Opa habe ich selbstverständlich den Namen meines Enkels vergessen. Natürlich, ich würde sagen, wir nennen dieses Mal Alex, oder? Alex? Würde ja passen. Oder El Svanto. El Svanto, dafür reicht glaube ich der Platz nicht aus. Dafür reicht der Platz El nicht aus. Svan. El Svan passt rein. Nenn ihn Alex. Ich nenne ihn Svanto. 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 Svanto! Stimmt! Mir lag der Name meines Enkels auf der Zunge, aber da habe ich ihn doch vergessen. Ich wusste es doch. Dafür kenne ich die Namen aller 800. Wie viele Pokémon gibt's mittlerweile? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass die siebte Generation 721 hatte. Okay. Aber, nein, die sechste. Ihr X müsst mir vergeben. Ich krieg langsam Alzheimer. Man nennt mich Professor Alzheimer und ich habe Eich. Moment. Nein. Alzheimer ist natürlich nichts, worüber man sich lustig macht. Noch nicht. Noch nicht. Noch gibt es keine Memes über Alzheimer. Doch gibt es, aber darüber reden wir nicht. Ah, es ist diese Seite des Internets. Daro, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Oh no. Ein Traum in Schwarz-Weiß und 144p Auflösung. Yay. Ja, jetzt. Und wir bemerken, in der ersten Generation gibt es keinen Trank auf dem Computer. Ist krass, gell? Ich glaube, das ist auch die einzige Generation. In der zweiten Generation müssten wir doch einfach eigentlich am Anfang des Spiels einen Trank kriegen, oder? Okay, ich bin Bist du nicht so bewandert in der Welt der Pokémänner? Dann darf ich ja darauf hinweisen, Ladies and Gentlemen, dies hier ist eine komplette Neuheit. Das ist das erste Pokémon-Spiel, das die Alexiled wirklich jemals wirklich spielen wird. Moment, wirklich? Ich mein's ernst. Warum hast du mir das nicht gesagt, als ich vorgeschlagen habe, dass wir Pokémon Rot aufnehmen? Das ist mir egal, wie ich sagte mir einfach, okay, spielen wir es einfach. Okay, ich bin gerade hätte. Wow. Okay, du hast also wirklich noch nie in deinem ganzen Leben, noch nie, gar nicht, überhaupt nicht ein Pokémon gespielt. Ich meine, ich habe ab und zu mal reingespielt, aber ich habe noch nie wirklich ein Pokémon ganz richtig gespielt. Krass. Gehen wir erstmal ins hohe Gras, um Eich zu triggern. Warte, geh nicht raus! Oh, ich bin so langsam, weil ich alt bin. It's dangerous to go alone. Take this. Draußen ist es gefährlich. Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Mit diesem Schwert kannst du dich gegen sie wehren, was? Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Oder ein Schwert. Komm, folge mir. Oder diese Magnum.
Eben, es gibt hier diese eine Dogley-Episode, wo der eine Typ einfach dem Kind eine Magnum, eine Pistole gegeben hat, um sich selbst zu verteidigen. Du sprichst dich, würde ich sagen. Opa, ich will nicht länger warten. Svanto, lass mich nachdenken. Warum habe ich auf der... Nein, Moment, ich wollte gerade einen Witz machen über die Taufurkunde, aber warum sollte der Großvater die unterschreiben? Es macht keinen Sinn. Lass mich nachdenken. Ah, richtig, ihr solltet ja zu mir kommen. Wartet einen Moment. Hier, Daro, dort liegen 3 Pokémänner. Ha, sie befinden sich natürlich in den Pokébällen, du Dummerchen. Es sind keine 3 Voltoball. Ha, you just got bamboozled. Prankboozled. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Ah. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur 3 Pokémon und Demenz. Damals, als ich so alt war wie ihr, war ich schon 2 Jahre älter. Aber ich gebe dir eins ab. Wähle. Halt, Opa, und was ist mit mir? Aber ein wenig Geduld, Svanto. Auch du sollst eins bekommen. Aber ich bin dein Enkel. Ich habe Privilegien. Ja, eben nicht. Ich bin ein Privileged White Boy. Wir haben auch schon ausgemacht, dass wir Shiggy nehmen werden. Ja, das war der Deal. Shiggy. Das war der Deal, dass wir dieses Video überhaupt aufnehmen, dass wir Shiggy wählen. Pokémon Red is the name and Shiggy is the game. Yes! Es wird nicht Energie geladen. Was lustig ist, weil Shiggy ist das einzige Pokémon, das im Originalen, im Japanischen, keine eigene Edition hatte. Weil im Japanischen kamen ja Rot und Grün raus. Und erst im Europäischen kamen dann Rot und Blau raus, aber auch nur, weil Glurak so richtig Fame wurde in Japan. Weil jeder ein Glurak wollte. Weil Glurak geil ist. Es ist jetzt übrigens auch von irreführend, gell, dass ich im... Darum gab es ja auch die spezielle Edition mit der gelben Edition. Ja, die war ja extra nur für Pikachu gedacht. Ja, weil Pikachu halt, aber Pikachu ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, Pikachu ist eine ganz andere Nummer. Wir müssen ihm einen Spitznamen geben. Wir haben uns auch überlegt, ob wir die Spitznamen einfach thematisch machen. Mein Vorschlag wäre ja Essen. Was hältst du vom Vorschlag? Wir benennen unsere Pokémon nach Essen. Ja, aber wie gesagt, Shiggy ist eine Schildkröte. Und was gibt es für Schildkrötenessen? Du hattest Suppe vorgeschlagen, aber... Ja gut, wir könnten Shiggy auch einfach Suppe nennen. Wir könnten es einfach Suppe nennen, das stimmt. Aber wir müssen es ja nicht mal nach einem Essen, das man daraus vorbereiten kann, benennen. Das stimmt natürlich. Aber das aber ich denke, Suppe passt thematisch trotzdem, Suppe passt trotzdem weil es ein Wasser-Pokémon ist. Ja, richtig. Ich nehme dieses hier. Ha! Svanto hält Bisasam. Du wurdest schon wieder geprankboozelt, weil ich deine Schwäche nehme. Aha. It's a prank. Warte, Daro. Lass uns unsere Pokémemes testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. I challenge you. Deine Memes sind sowas von 1996. Face off. 1996 also gab es noch keine Memes, da gab es Kettenbriefe. Aber wie jeder weiß, es ist nicht 96, sondern 69. 1969. Ich und Napoleon, wir hatten ein Schulbett und wir hatten nicht mal Mikrofon. Suppe benutzt Tackle. Oh, das war ein Crit. Okay, da mache ich mir tatsächlich Sorgen über den Kampf. Oh. Wir machen tatsächlich... Oh. Wir machen sehr wenig Schaden. Welche Überraschung ist das Bisasam? Das ist halt unsere Schwäche. Ich glaube, das hat ja nicht mal Pflanzenattacken. Die Problematik ist ja viel eher, dass wir Shiggy haben und Shiggys Angriffswert jetzt nicht so top ist. Allerdings stellst du dich gerade sehr blöd an. Ja, irgendwie treffe ich nichts. Nein, du setzt die ganze Zeit Heuler ein. Es ist ja auch der Anfangskampf, okay? Ich schone dich. Ich schone dich. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Level up! Oh, Suppe ist auf einmal Level 6. Was? Unmöglich! Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Okay, ich werde meine Pokémons trainieren, damit sie stärker werden. Opa, wir sehen uns später. Jetzt, ich renne zurück und stapel noch schnell Glurak, okay? Das ist schade, das gibt's im Deutschen überhaupt nicht, weil das in der Übersetzung total verloren gegangen ist. Aber sowohl im Anime als auch im Spiel sagt Gary, beziehungsweise im Spiel ist es ja Blue, regelmäßig Smell ya later. Stimmt. Das ist im Deutschen leider komplett verloren gegangen, was ich sehr schade finde. Das ist schon traurig. Ich meine, hast du eigentlich meine Pokémon geheilt? Ja.
Suppe. Suppe ist geil. Sehr gut. Dann können wir jetzt endlich aus der Stadt rausgehen. Oh. Und etwas, was ist das erste wilde Pokémon? Wir haben eh keine Pokébälle. Das ist ein Ratatatatz. Ein Ratzfatz. Ja. Los, Suppe. Los, Suppe. Ich werde das ein oder andere Pokémon mitnehmen, einfach um ein bisschen Erfahrung zu grinden. Ist am Anfang recht nützlich. It's just a 24/7 grind, man. Wenn das, dann können wir ja mal über über Pikachu sprechen, weil du das vorher angesprochen hast. Ja. Pikachu ist ja ein sehr spezielles Pokémon, was, Fun Fact, Pikachu wurde ursprünglich gar nicht als Maus designt, sondern als Reisbällchen. Und ich wusste, dass eigentlich das eigentliche Maskottchen, das geplant war, sollte eigentlich ein ganz anderes Pokémon sein. Möchtest du bitte dich nicht bücken und irgendwas aufheben, während du hier aufnimmst, sondern ins Mikrofon sprechen? Danke. Ja, ursprünglich sollte es Pipi sein. Aber Pikachu hat dann einfach über Zeit doch mehr... Nein, die Problematik war nicht das, sondern dass Pipi ein sehr feminin wirkendes Pokémon ist und eben nur Hälfte der Zielgruppe angesprochen hat. Denn und wie Pikachu, jeder weiß, Pikachu ist ja ein sehr neutrales Pokémon. Das stimmt. Pikachu ist ein eher genderneutral. Pipi ist zu rosa, um dass Männer es cool finden könnten. Denn wie jeder weiß, manche Pokémon sind einfach nicht männlich genug. Testosteron. Machumai. Was? Ist das ein Taubsi? Ein wildes Taubsi. Suppe, kannst du das noch besiegen? Suppe, can you do it? Oh, Suppe, can do it. Es war jetzt schon der dritte Crit dieses Let's Play und wir sind gerade 11 Minuten in-game. Wir sind gerade erst im dritten Battle und es ist schon der dritte Crit. Oh, Suppe, haut raus. Uff. Ja, genau. Ursprünglich sollte ja Pipi das Maskottchen werden. Aber zum einen hat sich Pikachu etabliert und zum anderen, ist halt Pikachu gender-neutral. Richtig. Pikachu sollte ja ursprünglich, hat das Design eines Reisbällchens bekommen und sollte später nach einem Eichhörnchen designt werden. Und alle Menschen waren nur so, what? Das sieht ja aus wie eine Maus. Und in späteren Generationen heißt es ja auch das Maus-Pokémon. Das heißt, da scheint sich Nintendo bzw. Game Freak etwas angepasst zu haben. Ja, ich meine generell, bei welcher Sache hat sich Nintendo gedacht, ja, wieso nicht? Ich meine, gescheiter Voice-Chat auf der Switch. Wir reden nicht darüber, wie das zwischen Mensch zu Mensch funktioniert bei Nintendo, okay? Hey, wie wär's, wenn ihr mit euren Freunden spielen wollt, während ihr Splatoon spielt? Wie wär's, wenn ihr einfach die Voice-App downloadet und dann euer Handy mit der Switch verbindet, um mit euren Freunden sprechen zu können? Hey, kommst du aus Alabastia? Nein. Professor Eich schickt dich, oder? Eigentlich nicht. Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket ab? Ach, ja, ich hole das Paket ab. Für Professor Eich. Ja, kann ich eigentlich jetzt schon... Nein, kann ich noch nicht. Du musst erst das Päckchen. Ich wollte eigentlich schon Pokébälle kaufen. Kann ich aber noch nicht. Kurierdienste. Ja, Dienstleistungen für Professor Eich. Ich habe hier ein Päckchen. Das sind definitiv keine narkotischen Drogen, die du dir eventuell auch selber reinpfeifen könntest. Nein, es ist wichtiges Zeug für Professor Eich. Nein, es ist, beinhaltet ja einen wertvollen Pokéball. Es ist Medizin gegen seinen Alzheimer. In einem Pokéball versteckt. Hallo Daro, wie geht es deinem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Hast du das gesehen? Da war Muss mit Schafes geschrieben. Alte Rechtschreibung, dieses Spiel ist alt. Du hast etwas für mich. Das geht. Oh, auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Vielen Dank. Opa! Warum hast du mich hierher bestellt? Ich hab Essen gemacht. Schau, es ist Schildkrötensuppe. Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort sind hier eine Erfindung von mir. Die Schildkrötensuppe, im Pokédex. Ich sehe einen Pokéball, ach so. Nein, der andere links, Tisch. Links ist der Pokéball. Er erfasst automatisch Daten über Pokémänner, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Oh no. This is the future. Everything is Hightech. Daro, Svanto, diese beiden sind für euch...
Yay. Daro erhält ein Pokédex von Professor Eich. Nicht nur Daro, sondern auch Swanto. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt, zumindest die ersten 151. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt, ich schaffe es nicht mehr. Und ich habe Alzheimer. Außerdem bin ich einfach faul. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg, Jungs. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémänner. In der Geschichte der Menschheit. Alles klar, Opa. Überlass es ruhig mir. Daro, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Ich hab's. Ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll sie keine geben. Edgy Badge, Daro. What a prick. You just got pranked. Aber natürlich kennen wir Swantes Schwester ein bisschen besser. Ja. Gibt uns natürlich auch eine Karte. Weil sie nice girl ist. Das ist voll unfair. Ich hab dir doch gesagt, ich hab dir 12 Snickers gegeben, damit du niemand anderem diese Karte gibst. Ich hab die Snickers schon gegessen, du kannst sie mir nicht mehr wegnehmen. So, alle gleichzeitig! Hello, welcome to whatsmojo.com and today we're counting down the picks of the top 10, 12 betrays in anime. Hey! Los, Suppe! Du bist entkommen! Can Suppe do it? No! Suppe can't! Wundervoll. Dann würde ich sagen, kauf mir ein paar Pokebälle. Ja, Pokebälle sind immer toll. Pokebälle sind immer toll. Außerdem haben wir ein bisschen Taschengeld von Mama. Und von meiner Schwester. Natürlich. Hierbei geht natürlich ein Shoutout an meinen kleinen Bruder, denn bei unserer letzten Aufnahme hat das mit dem Shoutout nicht ganz funktioniert. Nein, das hat in der letzten Aufnahme nicht ganz funktioniert. Aber das hatten wir schon in unserer Aufnahme davor, die funktioniert hat, schon besprochen. Grüße gehen raus an Miniswand. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, soll es erstmal gewesen sein mit Pokémon Rot. Ich hoffe, die erste Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Mich sehr freut. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Ah! Und drückt diese tolle Glocke. Ja! Leute, die Glocke. Leute, die Glocke läuten, sind ding, coole Leute. Ding. Tschüss.